Tag auch. Heute ist also Folgendes, ich möchte mich heute beschäftigen mit dem Umgang dieser Schleifmaschine. Vorab, ich werde nicht gesponsert, ich habe die Maschine selbst gekauft und es muss auch jetzt nicht in diesem Falle deutlich sichtbar ein Bosch-Sägeblatt sein durch das Blau, kann natürlich auch jedes andere sein. Wobei ich besonderes Augenmerk darauf lege, detailliert zu zeigen, wie man die Maschine einstellt. Ich gebe zu, ich muss auch ein bisschen tüfteln, aber wenn man da weiß, wie es geht, ohne dass man das in irgendeiner Bedienungsanleitung findet, dann muss ich ehrlich sagen, sind die Ergebnisse ausgesprochen beeindruckend und zufriedenstellend. Ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß, lehnt euch entspannt zurück, Fahrschip einlegen, ja, auf geht's, ab geht's, die wilde Fahrt, viel Spaß. Ich dachte mir, ich gehe das Risiko mal ein. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich habe mir jetzt vorhin überlegt, mittlerweile werden die Sägeblätter ja auch immer teurer. Und da dachte ich mir, vielleicht lohnt es sich doch, so eine Maschine zu kaufen. Was dazu mitgeliefert wird, ist diese Scheibe, die ich hier schon aufgesetzt habe. Die wird gesichert hier mit einer selbstsichernden Mutter. Vier Füße, die man einschrauben muss. Dieser wirklich massive Support. Unglaublich schwer, das ganze Ding. Mir tat der Paketbote wirklich leid, weil das ist ja eine Riesenkiste, unendlich zu tragen, weil so glatte Kanten hat. Und das ganze Ding wiegt irgendwas, glaube ich, um knapp 26 Kilo. Wobei ich gesehen habe, bei einem Video von einem Amerikaner, der das gleiche Gerät hat, bei den Amis ist das so, dass hier in diesem massiven Gussschlitten die Hälfte fehlt. Also da ist die Mitte ausgespart, dann haben sie vielleicht nochmal 2-3 Kilo gespart. Weil das ist wirklich schwer, es ist wirklich massiv. Und bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, kann ich keine größeren Fehler entdecken. Gut, ich muss hier einmal ein Gewinde nachschneiden, weil man gesehen hat, dass da beim Lackieren wohl Farbe reingelaufen ist. Das ist alles. Was wird dazu geliefert? Einmal diese Scheibe, dann diese Einsätze, die ihr hier seht. Dann drei verschiedene Innenbusschlüssel. Ganz niedlich für den amerikanischen Markt oder englischen Markt. Dieser Adapter für den Strom. Brauche ich nicht, also wenn ihr einer braucht, sind dann hier, kann er abholen. Was ich schon gemacht habe, schon im Vorfeld, ich zeige euch das schon, damit ihr euch nachher nicht wundert. Normalerweise ist hier für den Anschlag, zeige ich euch alles, ist hier für den Anschlag hier unten eine Inbusschraube drin. Das funktioniert alles. Das Problem ist nur, der Inbusschlüssel, der hier reinpasst, da hast du im Prinzip, schlägst du hier immer auf dem Ding an, je nachdem wie du das einstellen musst, an dem Schlitten hier. Das war mir zu blöd. Ich habe mir eine Sterngriffschraube aus meiner Materialkiste genommen, habe den Gewinn ein bisschen gekürzt und habe den Sterngriff, lässt sich deutlich besser arbeiten. Ihr könntet auch den Inbusschlüssel hier oben kürzen, damit er drunter passt, aber ich fand das irgendwie gefälliger. Und dann ist nur eine Bedienungsanleitung dabei. Also, ehrlich, das ist die Bezeichnung nicht wert. Viel besser wäre es, sie würden mal angeben, wie man das so macht, mit Wechselzahn, mit normalen Zahn. Ja. Da steht ein bisschen was drin in Englisch, aber das reicht bei weitem nicht aus. Deswegen dachte ich mir, mache ich dieses Video. Viele Dinge werden sich sicherlich noch im Laufe der Zeit ergeben, das ist ganz klar. Ich sage jetzt auch nicht, dass dieses Video praktisch dann zum Standardwerk wird, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich und so weit wie möglich auf alle möglichen Aspekte einzugehen. Ich kann euch sagen, ich habe im Vorfeld schon ein bisschen getüftelt. Grundsätzlich zur Funktionsweise. Wir müssen ja verschiedene Winkel einstellen bei einem Sägeblatt. Nicht alle Sägeblätter, die wir haben, haben Wechselzähne. Also einmal Spitze links, einmal Spitze rechts. Und für diese Wechselzähne, ich weiß jetzt gar nicht, hier von S&R habe ich das auch. Es ist tatsächlich so, dass hier drauf steht, welche Winkel hier angegeben sind an dem Zahn. Man sieht hier die Breite der aufgelöteten Fläche. Dann hier minus 5 Grad. Das ist der Winkel, der praktisch so nach unten weggeht. Und Aufnahme 30 ist klar, die Bohrung in der Mitte. Mit den Winkelmaßen können wir schon mal eine ganze Menge anfangen. Damit wir nachher die Winkel bestimmen oder einstellen können, hat die Firma FIFO, heißt die, glaube ich, ich weiß es nicht, hier oben Skalen aufgedruckt. Und ich hatte die mal angeschrieben, bevor ich das Ding gekauft habe, ob das denn Sinn macht,
dass diese Skala hier auf dem Kopf steht. Moment. Da dachte ich, sag mal, sind die denn bescheuert? Wieso stehen die denn, steht denn ein Ding auf dem Kopf? Kann ich euch sagen. Wenn man mit arbeitet, erschließt sich das einem. Weil wenn hier nachher das Sägeblatt drauf liegt und ich will den Winkel einstellen, dann macht es schon Sinn, weil ich ja von oben drauf gucke. Man hätte es auch andersrum machen können. Ist eigentlich gehupft wie gesprungen. Grundsätzlich ist das hier erstmal, ihr werdet nachher die Funktionsweise sehen, der Anschlag für die einzelnen Zähne. Was habe ich noch? Es ist eigentlich vorbereitet für die Möglichkeit, dass man hier oben, kann man da, ich weiß gar nicht, warum der Preiswert da war, aber brauchte ich jetzt nicht. Dann hast du hier oben so ein kleines Fläschchen drauf, dann kannst du deinen Sägeschnitt oder das Schleifen kannst du dann kühlen und im Ernstfall kannst du dann hier unten das Wasser ablassen. Hier habe ich diesen Schlitten, den ich vor- und rückwärts bewegen kann, weil hier oben nachher das Sägeblatt drauf liegt und hier nochmal so eine Schwalbenschwanzführung. So. Warum das so ist, zeige ich euch im Laufe des Videos, weil grundsätzlich ist das so, ich kann da schon mal mit anfangen. Ich nehme hier meinen 30er Adapter, was ich sehr gut finde, das ist nicht einfach zum Draufstecken, sondern tatsächlich zum mit einem metrischen Gewinde. Dann grundsätzlich, hier auf der Seite wird geschliffen, das heißt, der Zahn muss in diese Richtung zeigen. Frei. Ich interpretiere das jetzt hier mal so frei, wenn er hier so rangehen und dann hier an der sich drehenden Scheibe den Zahn schärfen. Jetzt kommt das hier. Ihr seht, ich kann das jetzt beliebig bewegen. Ich halte das hier ungefähr ran und dann kann ich hier unten, hier ist eine Stellschraube, eine Feststellschraube, kann ich das schon mal festmachen. Damit ist praktisch dieser drehbare Teller für die Auflage des Sägeblatts arretiert. Jetzt möchte ich noch verhindern, dass mir beim Schleifen ich nicht aufpasse. Das heißt, ich kurbel das zurück. Ich kurbel das so weit, dass ich auf jeden Fall ausschließen kann, dass ich mit der Schleifscheibe in das Vollmaterial des Sägeblattes hineinschleife. Und jetzt möchte ich natürlich möglichst gleiche Schleifergebnisse haben. Und dafür gibt es diesen Anschlag hier. So Leute, jetzt zeige ich euch noch was in Bezug auf den Anschlag. Ich habe mich mal gefragt, warum, wenn das ganze Ding so massiv ist, ist hier so eine Aussparung. Ja? Für die Imbusschraube. Gut. Da habe ich mich gefragt. Michi. Jetzt warf ich hier einen Schatten. Den habe ich eh. Da habe ich mich gefragt, wozu ist denn eigentlich die Aussparung für einen Maulschlüssel? BC ist ein 15er, wird mitgeliefert, ist aber ein 14er. Geht aber trotzdem. Und dann hatte ich eine Idee. Und das habe ich auch in keinem Video bis jetzt gesehen, dass diese Schleifmaschine hier beschreibt. Ich zeige euch das. Und selbst wenn ihr in der Lage sein solltet, eine chinesische Bedienungsanleitung lesen zu können, denkt dran, ich glaube von rechts nach links und von oben nach unten, dann würde ich vermuten, dass das gar nicht da drin steht. Und zwar folgendes. So, ich habe jetzt den Supportschlitten nur abgebaut zur Verdeutlichung. Jetzt erklärt sich auch der Kreuzschlittschraubendreher, der mitgeliefert worden ist. Gut, ich sag mal so, das hätten Sie vielleicht schon vom Werk aus her machen können. Das hier ist eine Einstellfunktion. Ich habe das schon soweit nach oben geschraubt. Ich zeige euch das nochmal. Ich gebe dem hier nochmal einen Millimeter mehr. Reicht jetzt. Wichtig ist natürlich kontern. Das ganze Ding war sehr viel tiefer. Das heißt, nachher ihr werdet das sehen, das hier ist ein Auflagepunkt für oder eine Auflagefläche, die nachher parallel zu der Schwalbenschwanzführung ist, damit das Sägeblatt auch wirklich mal plan aufliegt. Das war vom Werk her nicht so. Und wichtig ist, man hat natürlich dann hier über die gedachte Mitte dann tatsächlich auch den Schleifpunkt. So, Moment, muss man kontern. Gibt denn da? Gibt ja? Ich sag mal, mit dem Mund 17. Und ist 19, wie immer. Hallo? Ey, das glaube ich nicht. Was sind das? Gucken. Ich brauche einen 22er. Wo kriegen den jetzt her? Moment. So. Genau. Jetzt kommt der Support hier wieder drauf. Das ist immer so ein Akt, weil das Ding so schwer ist. So, bitte rechts her. Die Fahrausweise.
jetzt Ticket für 9 Euro, alle ab nach Sylt. Da werden die sich freuen. So. Und, haben wir zum Thema Hebel. Einmal, zweimal. Dann stellen wir so ungefähr fluchtend ein, muss man von oben gucken. So, hier hat man dann auch noch ein bisschen Spiel zum Verstellen. Wenn man die Schraube nicht ganz reindreht, dann kann man hier also auch noch etwas höher oder tiefer gehen. Liegt auf. Lass mal vorwärts. Das richtig tippt man noch ein bisschen aus hier. Komm, ich gebe ihm mal einen halben Millimeter mehr. Wie cool. So, guck mal, wir kommen doch, ist jetzt schön. Jetzt haben wir hinten die Imbusschraube. Ey, ich hab voll die Imbusschraube. Ich schraube immer nur Imbus. So, guck da mal. So, wie immer. Kontrollieren. Stimmt. Wie gesagt, wenn ihr das eingestellt habt hier, das müsst ihr im Grunde die Höhe nur ein einziges Mal einstellen beim Einrichten der Maschine. Denn egal wie dick das Sägeblatt ist, null, also die Unterkante ist immer null, da kann es nach oben dick sein, wie es will. So. Und diese Kante muss parallel sein zu dem Schwalbenschwanz. Wunderschön. Ach, ist das so schön, war ja noch nie, ich schwöre. Jetzt steht, das finde ich super bei Bosch, ist sicherlich bei anderen auch, stehen die Winkel drauf. Man kann auch Folgendes machen. Dann könnte man jetzt hier so dran gehen, gehen mit dem Anschlag hier ran. Das erste, was ich mache, ist, das Deckelchen drückt. Diese Feststellschraube mit dem Teller ist nicht dafür gedacht, das Sägeblatt anzuknallen wie so ein Ochse. Sonst könnt ihr es ja nachher nicht drehen. Nein. Das ist dafür gedacht, dass man das hier rüber schiebt, sich merkt, bei welchem Zahn man war. Beim Wechselzahn geht es jeden zweiten Zahn weiter. Also nehmen wir mal an, das wäre hier. Eins, zwei, nächster Zahn, klatsch. So. Was mir nochmal ganz wichtig ist zur Demonstration, man schleift nicht die komplette Fläche des Zahnes, sondern tatsächlich nur den oberen Teil. Ich würde mal sagen zwei Drittel, weil, hier könnt ihr das sehen. Ihr müsst entschuldigen, ich bin jetzt nicht mit einem Whiteboard, also mit einem weißen Brett ausgestattet. Das hier ist die Fläche, die wir schleifen. Diese 5 Grad hier, 5 Grad negativ. Und tatsächlich wirklich relevant für die Arbeit dessen, was das Sägeblatt zu leisten hat, ist nur diese Spitze. Also wenn man so möchte, praktisch hier diese längliche Fläche. Mit der schneidet der Zahn ins Holz. Natürlich nicht nur mit der Spitze, sondern dreidimensional gesehen mit der Fläche. Deswegen kommt also bitte nicht in die Versuchung, wenn ihr euch diese Maschine oder eine andere Maschine kauft, dass ihr den ganzen Zahn hier runterschleift. Der Freiwinkel sollte möglichst erhalten bleiben. Und ich gehe mal davon aus, wenn der dann so gut, naja, ihr seht ja, wenn der verbraucht ist, dieser Freiwinkel, dann wäre diese zu schleifende Fläche auf dieser Höhe, dann ist der Zahn oder das Sägeblatt eh Uppe. Und bevor ich es vergesse, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, ich habe natürlich, wie ihr das hier seht, überall einen Tropfen Öl drauf gemacht, damit das sich auch ein bisschen besser hier alles bewegt. Ist auch ein Korrosionsschutz. Das sollte man auf alle Fälle machen. Guckt doch mal, wie das aufliegt. Ich werde ja wahnsinnig. Auflegen muss ich natürlich auf dem Grundmaterial und nicht auf den Zähnen, ist klar. So. Ah, vorhin hat er so gekippelt, jetzt kippelt er mir nicht mehr. Ich sag noch. Dann könnte ich jetzt hier anfangen, den Anschlag einzustellen. Mit dem Sägeblatt richtig ran. Dann hier mit der Fühlerblattlehre zwischen. Ich habe jetzt hier einfach die Fühlerblattlehre da rein. Dagegen drücken. Jetzt ist es hier dran, lauscht.
Das heißt also, wenn ich dann irgendwann tatsächlich mit diesem Zahn auf den Anschlag anschlage, auf diesen hier, dann ist dieser Zahn um ein Zehntel geringer. Wir kontrollieren unsere Einstellung. Die Schleifscheibe stößt nicht am Grundkörper des Blattes an. Der Anschlag ist eingestellt mit einem Zehntel Differenz. Ich habe mir den ersten Zahn markiert, es ist Wechselzahn. Und jetzt praktisch jeden zweiten Zahn. Hier ist ans Ende, hier geht nicht mehr. An den Anschlag. Damit sind die ersten 40 Zähne gemacht. Um jetzt den anderen Zahn, durch dieses Wechselzahnprinzip, verstelle ich den Winkel jetzt hier und dann geht das Spiel von vorne los. Und schon hat man 80 mal 3, 24 Euro gespart. Füllerblatt leeren, dann festgehalten. Und festgeschraubt. So, die mache ich dann jetzt auch mal durch und danach schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ah, nicht ohne Handschuhe. Macht Sinn. Auf jeden Fall scharf. Also ich versuche hier, ihr seht, wie ich hier sitze mit der Kamera, ich versuche irgendwie den Beweis für euch anzutreten, welche wundervollen, geschliffenen, geschärften Oberflächen die Zähne haben. Ich habe ein bisschen Probleme hier mit meinem Autofokus, aber ich hoffe, das kann man sehen. Wenn nicht, ich versuche mal ein Foto dazwischen. Für die Winkeleinstellung der Schleifscheibe zum Sägeblatt habe ich mir mal jetzt so einen Versuchsaufbau mit so einer, ja, weiß ich nicht, Leselupe und einer Taschenlampe ausgedacht. Und zwar, Moment, ich habe jetzt Folgendes gemacht, wenn wir hier so durchgreifen. Ich habe jetzt die Sägeblatteinstellung ganz normal so gewählt, habe mir den Winkel abgenommen vom Zahn zum Sägeblatt. Und habe jetzt darauf geachtet, dass die Schleifscheibe tatsächlich bis zu dem Teil des Zahnes, nämlich hier, an dem Zahn anliegt, der geschliffen werden soll. Denn danach sollte er ja etwas befreiter sein, damit der Span hier in dieser Rundung ablaufen kann. Wichtig ist, wenn ihr jetzt, wie gesagt, ich habe das hier gerade so angelegt, soweit alles fertig gemacht. Und wenn ihr jetzt den Support, den Schlitten festspannt, dann seht ihr, was jetzt passiert. Hier unten ist der Knebel. So, das ist etwas, auf das ich euch hinweisen möchte, dass ihr mir praktisch darauf achtet, dass das Sägeblatt hier so eingestellt ist, dass es, wenn es maximal nach vorne geschoben wird in Richtung Schleifscheibe, dass das die Schleifscheibe nicht am Blattkörper anstößt und gleichzeitig der Zahn in der ganzen Breite geschärft wird. Wichtig. Mir fällt gerade ein, so zwischendurch, ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit dessen, was ich euch hier zeige. Grundsätzlich werde ich wahrscheinlich eher dazu tendieren, die Spanabnahme einfach von Hand, sage ich jetzt mal, aus dem Gefühl heraus zu machen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dafür mache ich ja für euch das Video. Ich tüfte mir hier einen aus und komme derzeit zu wirklich erstaunlichen Ergebnissen, positiven Ergebnissen. Und ich gebe zu, man muss das ein oder andere sich selbst erarbeiten. Aber im Verhältnis alleine für das Material, was hier verbaut worden ist, einschließlich eines 270 Watt Elektromotors. Und ich mache, da muss ich auch noch sagen, ich mache keine Werbung. Ich habe das Ding selber bezahlt, ich fand mich echt mutig. Ja. Aber jetzt merke ich, war das die richtige Entscheidung. Dann möchte ich euch noch einen Sonderfall zeigen. Bezogen auf die Blattgeometrie passiert jetzt Folgendes. Wenn ich versuche, diesen Zahn hier geschmeidig
an die Schleifscheibe heranzuführen, gelingt mir das nicht. Ich müsste ihn praktisch hier weiter rüber drücken, dann habe ich aber das Problem, dass ich hier ans Gehäuse anstoße. Also gibt es nur eins. Schleifscheibe wechseln. Einfach umdrehen. Tut mir aber bitte einen Gefallen, wie ich es bei einem YouTuber gesehen habe. Der hat nachher vergessen, die Schleifscheibe wieder zurückzuwechseln und hat die Zähne, die ganz normalen Zähne hier an diesem, ja, wie so ein Konus ist das, an dieser Seite geschliffen. Das war natürlich eher unglücklich. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Und jetzt müsste es möglich sein, nachdem ich natürlich das Blatt drehe, hier, Moment. Oh, der Füße knallt hier. Müsste es möglich sein, jetzt hier ans Blatt zu kommen. So. Und wie üblich. Markieren wir mal einen Zahn. Sehr schön. So, und jetzt, weil das ein Wechselzahn ist. Erkennen. Ich hoffe, machen wir jetzt die anderen. Gut, habe ich euch schon gezeigt. Ihr wisst Bescheid. Es gibt diese Maschine von 191 über 195 bis weit über 325 Euro. Wenn ihr sie euch genau anseht, ist das eine und die gleiche Maschine. Nur die Farbe hat sich geändert. Bei einem Kollegen, der so ziemlich genau das gleiche Modell hat, war wohl so ein Gummipfropfen dabei, den man dann praktisch hier irgendwie da drunter setzen soll. Brauche ich nicht, weil diese Haltung ist nicht dafür gedacht, das Sägeblatt hier in den Schall zu pressen, sondern es soll es grundsätzlich ja ein wenig nur arretieren, denn ihr müsst es ja nachher, müsst ihr das ja gegen die Schleifscheibe drücken. Von alleine? Nee. Jetzt könnte man natürlich sich überlegen, ob man das hier unten immer macht an dem. Nein. Dafür ist das gedacht. Und dieser Aufsatz ist dafür gedacht, damit das Sägeblatt hier nicht kippelt. Und kippeln tut das Sägeblatt, weil der eine oder andere nicht gewusst hat, dass man hier die Höhe verstellen kann. Deswegen muss es ja ein wenig beweglich sein. Wichtig ist nur, dass das Sägeblatt hier auf dem Anschlag parallel zu der Schwalbenschwanzführung ist. Dann läuft das auch. Ich kann euch nur sagen, wenn ich alle meine Sägeblätter durch habe, dann habe ich schon knapp die Hälfte des Einkaufspreises wieder drin. Ist so. Einarbeiten, glücklich sein. Das funktioniert. Ehrlich, man muss nur wissen wie. Und dafür habe ich ja dieses Video gemacht. Ah, genau. Freundlicherweise waren ja so freundlich, so einen kleinen Billigmaulschlüssel mitzuliefern. Ist ja niedlich. Um unter anderem die 15er hier. Passt hier auf die selbstsichernde Mutter. Warum die jetzt eine 15er sein muss, gut. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn du auf der anderen Seite hier die Achse kontern musst, um diese Schraube zu lösen, wenn du nur einen Mautschlüssel hast. Also, so wie ich das gemacht habe, jetzt habe ich ihn schon weggepackt. Ich habe praktisch einmal hier den 15er Mautschlüssel draufgesetzt, meinen eigenen, und da hinten dann gekontert. Und dann kann man auch die selbstsichernde Mutter abschrauben. Genau. Ich sag mal so, der Gedanke zählt. Diese blauen Sägeblätter von Bosch, da trägt sich diese blaue Schicht auf dem Sägeblatt nicht ab und die verhindert größere Reibung. Finde ich toll. Bei Freud ist es dasselbe. Ich wollte mal ein Freud-Blatt ausprobieren. Das kostet noch einen Tacken mehr und hat statt 254 mm 250 mm. Ja, ich weiß, das ist jetzt 4 mm, aber
haben und nicht haben. Ansonsten würde ich auch mal so ein Freudblatt ausprobieren und ich gehe mal davon aus, dass diese rote Beschichtung denselben positiven Effekt hat wie das blaue. Arbeitet tatsächlich mit Handschuh, weil jetzt ist es unangenehm scharf, so ein blöder Ausdruck, aber da möchtest du das, als wenn es aus der Verpackung, da musst du auch immer vorsichtig sein. Ich habe gemerkt, wenn man richtig rangeht, so in der Versuchsphase, wird das ziemlich warm. Jetzt verstehe ich auch, dass es welche gibt, die oben so einen Wassertank haben. Ich sag mal, wenn man es nicht übertreibt, indem man zu hohen Druck über das Sägeblatt auf die Schleifscheibe ausübt, sollte das wohl gehen. Das hier, wertes Auditorium, ist Weißbuche. Und Weißbuche ist bekanntlich härter als Eiche. Also fangen wir nicht an mit so einer Loserfichte. Machen wir mal richtig Dampf. Ich bin auch mal gespannt. Also, ja, es gibt ja nur noch kein haptisches Video, aber das ist, hier lang ist das wie geschliffen. Ah! Alter Falter. Ausrissfrei. So, Größe eben um, nehm den Anschlag und dann machen wir mal einen über die ganze Länge. Muah, wieder geil. Geht doch. Wie beschreibe ich euch jetzt dieses glatte Gefühl? Das ist ja echt irre. Hier bin ich vorhin hier an der Rinde hängen geblieben, ein kurzes Stück. Aber ansonsten hammerhart. Ausrissfrei. Ja, abschließend noch ein paar grundsätzliche Dinge. Wenn man sich eingetüftelt hat, ist das wirklich ein feines Maschinchen, muss man mal so sagen. Ich habe ich denke mir, das wird jeder von euch kennen, hier so eine Bebelbox. Die Bebelbox habe ich hier auf die Schleifscheibe gesetzt, weil im Prinzip ist vollkommen egal, was hier oben an der Anzeige steht, theoretisch sogar da unten. Wichtig ist, dass die Schleifscheibe relativ gesehen im direkten Bezug auf das Sägeblatt tatsächlich im 90-Grad-Winkel steht. Wenn das dann für das Schärfen wichtig ist. Bei den meisten, denke ich mir, ist das so. Es gibt sicherlich auch einige, da muss noch mehr geschränkt werden. Gut. Grundsätzlich ist hier oben sicherlich mehr die Winkelverstellung gedacht, um auch das Zahndach zu schleifen. Ist natürlich so eine Sache, weil wenn ich jetzt das Zahndach schleife, habe ich bei weitem nicht so viel Material zur Verfügung wie praktisch auf der Innenseite des Zahnes. Ich habe euch gezeigt, wie ich den Anschlag oder die Auflagefläche für das Sägeblatt korrigiert habe, damit das nicht immer kippelt. Wobei ihr wirklich immer daran denken müsst, die Auflage, das Blatt, der Körper von dem Blatt muss glatt hier aufliegen, nicht der Zahn, weil der ist ja mal ein bisschen breiter als das Blatt. Ich habe hier mal unterschiedliche Sägeblätter. Ich habe nicht mehr. Deswegen, also es ist kein rotes dabei oder wie auch immer. Dann habe ich noch Folgendes. Es macht wirklich Sinn, sich so eine, werden vielleicht viele haben, und wenn, das ist wirklich, ich weiß nicht, 5 Euro, ich habe keine Ahnung. Das macht wirklich Sinn, so eine Fühlerblattlehre. Die kann man immer mal gebrauchen. Früher, sage ich jetzt mal, beim Einstellen vom Vergaser in den alten Tüftlerzeiten hat man das öfter gebraucht, aber gut, okay.
wirklich sinnvoll. Da auch immer ein Tropfen Öl drauf, weil die sind sicherlich sehr maßhaltig, aber sie rosten auch schnell, wie ich gemerkt habe. Die Gradzahl, die ihr hier unten seht, ist ein, ich sag mal so, das ist ein Wert, an dem man sich so angleichen kann. Dass das nur wirklich so auf einen Grad genau funktioniert. Nehmt die ursprüngliche Gradzahl direkt von dem Sägeblatt ab, indem ihr hier ordentlich dran geht, prüft das unten nochmal, stellt alles fest. Achtet darauf, dass der Anschlag so eingestellt ist, dass ihr nicht versehentlich beim Vorschub, wenn ihr das Sägeblatt an die Schleifscheibe bringt, dann mit der Schleifscheibe in den Blattkörper hineinschleift. Das sollte natürlich nicht sein. Alles schön fest verschrauben. Und jetzt komme ich noch zu einem Hinweis. Bis jetzt bin ich immer gut gelaufen, wenn die Community, die Gemeinschaft, die Schrauber und Bastler und Tüftler mir Hinweise gegeben haben oder Tipps, mannigfaltig. Wer so meine Videos verfolgt, weiß, wie oft ich darauf auch tatsächlich Rücksicht nehme, genauso wie ich das auch berücksichtige, dass viele gesagt haben, das Video ist ja schon draußen, mit dem Reinigen der Sägeblätter, nimm das Ballistol-Zeugs. Den habe ich mir jetzt bestellt, ist leider noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob der auch so hochentzündlich ist wie Aceton, weil Nobby wurde darauf hingewiesen, na, du, wenn du eine Drahtbürste nimmst und da richtig rumschrubbelst, dann kann es natürlich auch bei hochentzündlichem Aceton dazu kommen. Ja, Bums Feuerwerk. Ja, gut. Ich dachte, es wäre eine Messingbürste, bis ich gemerkt habe, dass sie abgefärbt hat und mir, das Sägeblatt ist jetzt hier drin, und mir auch die Schutzschicht oder die Gleitschicht von dem Sägeblatt ruiniert hat. Das ist so eine Krawatte, aber gut. Das sind so Dinge, die lernt man dazu. Wichtig ist mir noch, dass viele der Kollegen gesagt haben, man sollte dann nach dem Schleifen die Sägeblätter mit einem Tropfen Öl behandeln. Ah, ich weiß nicht. Ich lehne das nicht ab, ich werde das auch berücksichtigen. Ich bitte nur um eins, ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe die Sicherungsschraube in der GTS 10, habe ich mir mal gelb lackiert. Wieso der wieder mit seinem Gelb? Kann ich euch sagen, wenn die runterfällt, ist es manchmal nicht so einfach, die wiederzufinden. Und deswegen dachte ich mir, Gelb, das ist eine Farbe, die kann man sehen. Das war offensichtlich zu viel Gelb, weil es ist dann am Ende Folgendes passiert. Obwohl ich schon der Meinung war, sie richtig festgedreht zu haben. Schwenkt das mal so hin und her, dann könnt ihr bestimmt hier diese Rille, diesen Kreis sehen. Die Mutter hat sich nicht wirklich gelöst, aber der Anpressdruck von der Anpressscheibe, ich sag mal Unterlegscheibe oder Anpressscheibe, die da drauf ist, war offensichtlich nicht ausreichend genug, weil das unterhalb der Schraube durch den Lack durchgedreht ist. Hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Hätte wahrscheinlich reicht, wenn ich nur oben da, wo der Schraubenschlüssel ansetzt, irgendwie gelb lackiere oder mir irgendwas anderes einfallen lasse. Und deswegen habe ich natürlich so ein bisschen Befürchtung, wenn ich diese Sägeblätter öle, auch nur zart. Ich werde es trotzdem versuchen, was auf jeden Fall kein Fehler sein kann, wenn man die Zähne leicht mit einem Öllappen so benetzt. Vielleicht den Körper bis zur Hälfte, aber keinesfalls bis in die Region dort, wo praktisch das Sägeblatt in der Maschine gehalten wird. Dann ist mir aufgefallen, diese Maschine gibt es ja in unglaublich vielen Ausfertigungen. Und je länger man sich mit dieser Maschine beschäftigt, im Internet, jetzt wo ich sie habe, fallen mir immer mehr Videos auf. Ich weiß nicht, vielleicht hat mir YouTube die vorher durch den Algorithmus nicht angezeigt. Diese Maschine gibt es offensichtlich schon recht lange. Ja? Was mir aufgefallen ist, es gab, ich habe den Namen vergessen, er spricht zum schwäbischen Dialekt, der fällt mir echt sehr gut, der hat auch so das mit dem Zahn so angezeichnet. Der hatte diese Variante, die deutlich teurer war. Und wen habe ich dann noch gesehen? David Gladden. Der spricht einen dermaßen schottischen Dialekt. War nicht unbedingt immer einfach. Aber der hat also auch so ganz nette Ideen gehabt. Und der zeigt zum Beispiel auch, wie er das Zahndach schleift. Wäre ich jetzt nicht so dafür. Also da ist mir einfach zu wenig Material. Der scheint sich damit auszukennen und soll er das machen. Das finde ich auch gut. Ja? Mein Ding ist es nicht. Ja, jetzt könnt ihr euch selber nochmal ausrechnen, was ich jetzt schon gespart habe, weil ich habe jetzt ja schon mehrfach geschliffen zugegeben, auch aus der Versuchsreihe heraus. Geschliffen, also geschärft. Es macht sich wirklich bemerkbar, wenn du dann so wie ich hier so 5 Sägeblätter hast. Ja?
Und die sind dann mit der Zeit dann irgendwann mal stumpf. Und weil du nur gegen Nagel gerammelt bist oder weil du hier regelmäßig in diesem Fall immer mit Weißbrot, das ist wirklich harte Zeug, arbeiten musst, das stresst so ein Sägeblatt schon. Ja? Und dieses S&R, dieses Multicut-Sägeblatt, hat übrigens eine ganz andere Zahnform. Sind zwar sehr, sehr viele Zähne, lässt sich aber relativ leicht auch schärfen. Macht ja auch Sinn, wenn man wirklich da mal durch, ich sage jetzt mal, durch Weichmetalle durch muss. Ja. Ich würde es nicht grundsätzlich machen, dafür gibt es andere geeignete Maschinen, aber gut. Ich hoffe, soweit sind erstmal keine Fragen offen geblieben. Wenn doch, gerne in die Kommentare. Ich bin ja auch noch im Prinzip in der, also die Erprobungsphase habe ich jetzt hinter mir. Bin jetzt praktisch im Dauerstresstest mit der Maschine. Erkennt jemand von euch die Rollbäcke? Ja, was sind sie? Wirklich multifunktional. Das ist wohl der ultimative Stresstest für die, für das Sägeblatt, was ich ja gestern geschafft habe. Klar, schön wäre, man hätte eine Bandsäge, habe ich aber nicht. Da kommt auch noch mal was auf mich zu. Ja, jetzt muss ich noch die anderen auftrennen, weil ich mir ein neues Geländer für die Terrasse bauen möchte. Hast du fein gemacht. So, sind wir noch scharf. Nehmt zu Anfang vielleicht erstmal ein altes Blatt. Guckt euch das an. Markiert die Zähne mit dem Edding, dann könnt ihr so gucken, wo schleife ich denn. Lasst euch Zeit, funktioniert. Ich wünsche euch viel Erfolg. Die gleiche Freude am Ergebnis, wie ich sie habe. Ich werde auch weiterhin daran experimentieren, mal gucken, was mir dann noch so auffällt. Aber das sollte jetzt erstmal das Video zum Schärfen von Sägeblättern sein. Und mit ein bisschen Tüfteln, wie ihr gesehen habt, im Grunde habt ihr mich ja begleitet beim Experimentieren, kommt man zu wirklich brauchbaren Ergebnissen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und viel Erfolg. Ja, da würde ich mal sagen, ab geht die wilde Fahrt, vorher Fahrschip einlegen, lehnt euch entspannt zurück und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich habe mir mal was gegönnt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Schau doch mal. Ist es nicht schön? Warte mal, ich mach mal den Weitwinkel. Oh, das ist so schön. So. Ja, Michi, das ist aber wieder. Oh, Trainer. Falsche Hand, schlechtes Licht. Ich hab das nicht gesehen mit dem Tor. Das ist das eigene Wort. Trainer, tut mir leid. Sky, du, ich kann jetzt nicht. Na, ich entdecke ja gerade Bahnbrechendes. Da ging die Erfindung der Glühbirne Pilleball. Freut mich. Autsch. Nee. Ich sehe aus, ey. Spiel nicht mit den Schmuddelkinder. Oh. Ey, bitte. Wo geht denn die Schliffen? Oh. Ja, gut. Dann wünsche ich auch. Dann wünsche ich euch viel Spaß. I'll be back. Klingt schwer zu reden, ne? Gestern sind wir abgesoffen, aber richtig. Kommen wir mal zum Wesentlichen. Machen wir Pause. Ich sag noch, nutzt Handschuhe. Was mache ich? Was ihr da im Hintergrund hört, ist Reagan. Ronald Reagan. So, weil jetzt reicht's aber.